Ich war einen ganzen Tag an Lea dran gekettet, ohne dass sie es wollte. Bin mit ihr in die Schule gegangen und auch vieles mehr, warum das Ganze ein ganz schlechtes Ende genommen hat. Das seht ihr jetzt. Kein Schlüssel mehr oder was? Ja, der ist halt verloren. Freunde, wir sind heute auf einer Mission. Es ist gerade schon mitten in der Nacht und wir sind gerade in Rheine angekommen. Wir müssen jetzt kurz 4 Stunden pennen und dann werden wir Lea wecken, denn morgen habe ich ein geisteskrankes Video geplant. Die ist gerade schon am Schlafen, morgen ist die Schule. Und ich habe mir so eine coole Maske gekauft. Okay, man kann sogar so. Digga, what the fuck? Was ist das, Digga? Guck mal, was ist das, Junge? Hier, ich habe eine kleine Nachricht für dich. Johannes steht da, okay. Hat einen kleinen... Haha, witzig. Das beste Gerät, was ich jemals gekauft habe. Okay, so, willst du? Leute, wir machen heute eine Special-Aktion. Wir sind gerade in Rheine. Es ist sehr, sehr, sehr früh morgen und Lea geht gleich zur Schule. Ich habe mir etwas gekauft. Lea denkt, heute wird sie einen ganz normalen Schultag haben, aber heute wird es ganz anders als sonst. Ich werde sie gleich im Schlaf überraschen und wir müssen es jetzt gleich irgendwie schaffen, Lea an mich ranzuketten. Damit Lea gezwungen ist, einen ganzen Tag mit mir zu erleben. Und ich werde sie überall hin verfolgen. Sie in die Schule fahren, überall. Wir haben nur diesen einen Schlüssel, den musst du haben, Johannes. Nimm du den mal. Ich weiß, dass Leas Wecker immer um 6.40 Uhr geht. Ich habe extra Mom nochmal gefragt, deswegen sind wir jetzt hier. Es ist jetzt 6.38 Uhr und ich würde sagen, wir gehen jetzt in ihr Zimmer. Und sie wird einfach nur schockiert sein. Haben wir dort noch eine halbe Ewigkeit gewartet, bis der Wecker endlich losging, weil Lea einfach nicht wach wurde. Guten Morgen! Hallo! Wir werden heute den ganzen Tag miteinander verbringen. Mach auf! Lea! Ja, du musst in die Schule und wir werden heute leider den ganzen Tag miteinander verbringen müssen. Den Schlüssel habe ich schon lange verloren. Wir werden heute den ganzen Tag miteinander verbringen. Der Schlüssel. Der ist weg. Aber du musst ja auch die ganze Zeit an mir jetzt hängen. Das ist für dich genauso schlimm. Verdammt. Schule! Schule, geht los! Lalalala. Du musst jetzt erstmal deine Zähne putzen, du stinkst etwas, Lea, los. Ich sehe wohl, dass du die Zähne nicht mehr putzt, immer nur Kaugummi. Hey, Kaugummi, das beste Kaugummi der Welt. Du Mutter, bleibst du schon drauf. Beende das. Ich merke gerade, ich muss kacken. Du musst es kurz beenden hier. Du musst es kurz beenden. Lea, wir sind zusammengekettet. Du musst aber nicht an meine Bedürfnisse. Du musst dich auch an meine Bedürfnisse halten, Lea. Nur sag ich dir. Ja, ne? So, ich muss mal kurz kacken gehen, ja? Nachdem Lea sich dann 100 Jahre fertig gemacht hat, saßen wir dann am Esstisch und haben gemeinsam gegessen. Das war wunderschön. Ich hatte noch nie so einen tollen Morgen gehabt. Ist nicht toll, dass wir den Morgen so zusammen verbringen? Ist das nicht toll? Nein, jetzt reicht es auch. Ich kann das jetzt ja selber machen. Mach jetzt ab. Warte, wir machen das nicht ab. Wieso? Nee, wir machen es nicht ab. Du musst das nicht den ganzen Tag jetzt machen. Doch, los, ess! Nein. Das schmeckt scheiße. Ich hab gar keine Zeit mehr dafür. Es ist schon viel zu spät und du nervst mich die ganze Zeit. Ah! Nein! Ich fahr dich zur Schule! Ess doch erstmal dein leckeres Frühstück, Lea. Ich hab gehört, dass es auch richtig lecker mit dem Ketchup mit drin ist. Ja, lecker! Lea, mach dir gar keinen Stress, ich fahr dich zur Schule. Mach dir gar keine Sorgen. Los, wir fahren. Da ist die Schule! Ja! Da sind wir, Lea. Los, Lea, aussteigen! Schule! Ich komm mit! Nein, gehst nicht mit. Doch, ich geh mit. Nein, mach das jetzt ab. Johannes, hast du den Schlüssel? Wir steigen aus. Ja. Du kannst Schule, auch Lea! Ah, Didi! Das ist jetzt. Muss das jetzt sein? Ich kann die Jacke nicht machen. Ich arsch kalt. Ich hab die Jacke nur auf einer Seite an. Sieh dir das vor, willst du da mit reingehen und dann darin filmen, oder was? Ja, wir filmen. Man darf gar nicht filmen. Doch, wir dürfen doch filmen. Nein. Ich hab die Drehgenehmigung. Nein. Los, komm mit rein. Oh Mann, Lea, ich wollte schon immer mal mit dir in die Schule gehen. Reicht jetzt! Ah, okay, ha. Mach's jetzt auf, mach's jetzt ab. Okay, Lea. Ich mache es eventuell ab. Wir dürfen jetzt auch nicht in der Schule drehen, natürlich. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass wir nach der Schule dann wieder zusammen gekettet sind. Nein! Es reicht jetzt. Mach's jetzt okay, einfach ab. Okay, Johannes, gib die Schlüssel. Okay, Johannes, gib die Schlüssel, Was? Nee, ich nicht. Oh, nö, halt's auf. Dann hol die mal kurz aus dem Auto. Gut, Lea, gut. Nein, mach's.
Lea, ich werde nur meine Seite aufmachen, damit du deine Seite noch haben musst. Du musst die ganze Scheiße tragen. Viel Spaß in der Schule, Lea. Meine Mission war halbwegs gescheitert, aber so leicht wollte ich nicht aufgeben. Wir werden Lea sowas von der Schule aufspüren. Okay, Freunde, es ist jetzt 16 Uhr. Lea kommt jetzt gleich von der Schule. Das Ding ist, Leute, dass Lea nicht weiß, ich habe schon seit Jahren ihren Live-Standort bei Apple. Das heißt, ich kann immer sehen, wann sie rauskommt. Ich weiß, dass sie jetzt gleich von der Schule kommt. Ich sehe auf jeden Fall, dass sie nicht mehr in der Klasse ist. Jetzt werden wir sie aufspionieren und warten, bis sie rauskommt. Was geht? YouTuber? Ja, Mann, was geht ab? Alter! Moin! Geht, was machst du hier? Wir machen gerade eine geheime Mission. Wir warten, bis Lea von der Schule kommt. Ja, ciao. Die Handschelle! Warum hast du die versteckt, die Handschelle? War das peinlich? Ja! Jetzt ist Schluss mit lustig. In der Schule habe ich dich verschont, aber jetzt sind wir wieder zusammen! Juhu! Hey, wo ist eigentlich der Rucksack? Scheiße! Ja! Du holst kurz Leas Rucksack und dann sind wir wieder da. Und als ich los nach Hause gegangen bin, habe ich dann gemerkt, dass die ganze Situation auch ziemlich scheiße für mich sein kann. Okay. Ah, Digga! Ah. Hast du nicht Lust, mit mir ein leckeres Eis essen zu gehen? Ja! Hör auf. Was machen wir jetzt noch? Den restlichen Tag werden wir einfach nur auf der Couch sitzen und gammeln. Nein. Wir sind hier schon in der Stadt. Und jetzt machen wir mal, was ich will. Lea, nein. Ist das jetzt auch mal aus? Nein. So schlecht ist das gar nicht. Ah, hör auf. Wir schauen uns an, Digga. Wir müssen halt den ganzen Tag angekettet leben, aneinander. Ach du Scheiße. Ich dreh schon die ganze Zeit durch. Hey, heißt die da wieder auf, Digga. Sie ist echt wieder am Leben. Dann haben wir uns einen leckeren Milchshake von Orange geholt und sind ein bisschen in der Stadt rumgelaufen. Johannes hat sich dann mal wieder ganz lustig gefühlt und dachte, den ganzen Spieß umdrehen zu wollen. Okay, kannst ausmachen. Nein. Also ihr beiden, ne? Ihr seid ja so lustig heute, ne? Kannst die Kamera ausmachen? Nee. Bist du vorbei? Nee. Digga, nein. Johannes, Bruder, wir machen das Video zusammen, Digga. Wir drehen das Video zusammen, Digga. Nein. Geh weg. Nein, Digga, wir sind auf einer Seite gewesen, Johannes. Hör auf. Johannes! Nein, das ist wirklich jetzt gerade gemacht. Meinst du das gerade ernst? Bist du dumm? Hast du den Schlüssel noch? Ist das der Schlüssel gewesen? Der hat wirklich weggeworfen. Digga, hast du jetzt... Wir kommen doch nicht aufeinander ab, ne? Hast du dir irgendwas überlegt? Hast du dir jetzt irgendeinen Plan überlegt, wie wir weitermachen? Das musst du jetzt aufschneiden, ne? Mit einem Feuerwehr. Digga, das war gerade der einzige Schlüssel, den wir hatten. Nur einen Schlüssel. Wenn du so willst, dann mach ich jetzt den ganzen Tag nur schon. Nee, hör auf. Auf TikTok gibt es so, fake eure Videos auf YouTube. Guck mal, du kannst bestätigen, wir sind zusammen hier an Ort und Stelle. Ja, die sind zusammengekettet. Siehst du, es ist wahr. Die Leute sagen, die Sachen sind fake. Der Mann hat uns gesehen, Digga, wir sind wirklich zusammengekettet. Er hat leider kein Handy dabei, deswegen machen wir jetzt so ein Foto. Wie heißt du? Bayram. Also die faken auf jeden Fall nicht. Bayram approved, Digga. Und jetzt würde ich sagen, stellen wir die Szene nach mit dem Schlüssel, weil dann hat er sich das Paar reinplatschen sehen. Hast du Rauke? Ja. Bruder. Nicht immer alles, was ihr im Internet seht. Der restliche Tag war ziemlich schrecklich für mich. Erstmal hatten wir jetzt das Problem, dass die scheiß Schlüssel weg waren. Die hatte mich richtig unter Kontrolle, weil immer wenn sie den Arm so gedreht hat, hat das richtig wehgetan bei mir. Da sie so lauchige kleine Mini-Hände hat, war das bei ihr nicht schlimm und bei mir richtig schlimm. It's really hurting extremely. Oh man! Lea wollte natürlich noch reiten gehen, das heißt, das mussten wir dann auch noch machen. Und in einen Reitladen gehen. Lea, nein, wir gehen nicht in diesen scheiß Reitladen. Nein. Ganz sicher? Lea, hast du was gefunden? Ich werde es aber nicht bezahlen, ne? Du willst das nicht bezahlen? Ja. Warum habe ich diese Idee gehabt? Okay, Freunde, Lea musste sich kurz umziehen und jetzt sind wir wieder hier und ich habe mir das Video irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, dass ich alles entscheiden kann und jetzt sind wir beim Stall. Ist Strom drauf? Das ist ja lustig. Ja, da ist Strom drauf. Los, du wirst elektrisiert. Oh Mann. Oh mein Gott, Lea, können wir aufhören? Aber wir hatten ja immer noch das Problem, dass der Schlüssel weg war und dafür mussten wir jetzt erstmal eine Lösung suchen, was richtig peinlich war. Wir sind dann erstmal zum Obi gefahren, um dort dann irgendein Gerät zu finden, um das zu befreien. Hallo, wir haben ja kein Problem. Aber ihr gehört doch zusammen, oder? Kein Schlüssel mehr, oder was? Ja, der ist halt verloren. Freunde, wir mussten jetzt einen Seitenschneider kaufen, damit wir jetzt hier wieder entfernt werden. Die wirklich Kuss geht raus, Johannes, danke dir für diese Scheiße. Das war so peinlich gerade im Obi, Digga. Ja, das glaube ich euch. Digga, nein, das macht man nicht so. Ja, wieso macht Johannes weiter. Das? Das macht man nicht so, das ist Hebelwirkung, du Vollidiot! Du musst es langsam machen, du Keck, langsam! Alter! Warte mal, wir haben das ja dann immer noch nicht ab. Eben, oh nein, das ist ja richtig... Ja, aber... Guck dir das mal an, Digga, ich wurde die ganze Zeit von... Mein allerbester. Ihr freut euch bestimmt, ihr zwei zu sein. Naja. Voll frei zu sein. Ich hab die ganze Zeit Schlüssel gehabt.
mein Gott, wie dumm. Oh mein Gott, du Hund! Wie lass dich? Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich wollte sagen, dass ich so eine peinliche Situation habe. Ja, perfekt, ne? Die Sommerzeit ist mir zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals down, denn wir sind so high. Das ist so scheiße, warte, ich will meine Hand. Ich habe ja zum Glück den Schlüssel, deswegen kann ich mich ja frei machen, wir nicht. So, jetzt die andere Hand ist viel, viel gemütlicher. So.